Leute, heute habe ich so ein süßes Basteltutorial für euch und ich würde sagen, los geht's. Also, als erstes braucht ihr vier verschiedene Farben. Ich habe jetzt gelb, rosa, rot und lila genommen. Ihr könnt aber auch ganz andere Farben nehmen, das ist komplett egal. Und wer variabel dazu noch möchte, kann sich noch ein blaues Papier nehmen für die Wolken später. Dann braucht ihr einen Fineliner. Ich habe jetzt hier so einen von Schneider, einen Bleistift. Ich habe hier jetzt auch einen von Faber-Castell, das ist aber komplett egal. Eine Schere und ein Lineal. Und ich würde sagen, los geht's. Als erstes zeichnet ihr aus diesen vier Papieren Herzen aus. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. So könnte das dann aussehen. Ihr könnt die Herzengröße aber ganz variabel machen. Das ist komplett bei euch überlassen. Und schneidet die jetzt aus. Ich mache das mal schnell. So, die Herzen sind jetzt ausgeschnitten. Und was ich ganz vergessen habe, ihr braucht natürlich noch ein weißes Papier. Ich habe jetzt hier ein A4-Papier. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns mit den Ballonen anfangen. Als erstes knickt ihr jetzt diese ganzen Herzen einmal in der Mitte zusammen und überlegt euch, welche Farben ihr am besten zusammen haben wollt. Also ich nehme jetzt rosa und gelb einmal zusammen und lila und rot. Jetzt platziert ihr die so, wo ihr diese Ballons eben, also diese Heißluftballons haben wollt. Ich mache das jetzt mal zum Beispiel so hin, leg das mal so hin, einfach mal als Überlegung. So. So. Jetzt braucht ihr einen Kleber und bestreicht dann immer die untere Seite davon, aber immer nur die untere mit Kleber und klebt es dann an die Stelle, wo ihr es haben wollt. Ich habe jetzt leider nur so Grünkleber, aber das ist ganz egal. So, dann klebe ich das jetzt hier einmal fest. So, und festdrücken. So. Die eine Seite bleibt offen. Das ist ganz wichtig. Jetzt nehme ich die anderen und klebe sie auch noch fest und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, die sind jetzt alle festgeklebt, dass ihr euch nicht wundert. Ich fand die Farben so rum eigentlich jetzt doch schöner, deswegen habe ich es so gemacht. Jetzt nehmt ihr euch euren Bleistift. Und zeichnet hier solche Linien runter. Erstmal zwei ganz in der Nähe von hier. Und dann zwei weiter oben, die dann zu den oberen führen. So. Und dann die könnt ihr zum Beispiel noch so. Und die könnt ihr zum Beispiel noch so Schleifen machen. So zum Beispiel. Das sieht ganz süß aus. So. Und macht es jetzt gleich mal auf der anderen Seite. So, jetzt nehmt ihr euch ein Lineal, so, und zieht da eine Linie hier quer durch. Ich zeige es euch mal. So sollte das ungefähr aussehen und malt jetzt einfach wie so ein Korb drunter. Also, das mache ich jetzt auch mal schnell. So, die Körbe sind nun gezeichnet. Jetzt könnt ihr zum Beispiel noch ein. Ups. Ein Herz oder sowas reinzeichnen, das finde ich zum Beispiel auch richtig, richtig süß. Also zum Beispiel so und so.